Schönen guten Abend. Herzlich willkommen beim Supertalent. Wie heißen du und was machst du? Ja, ich bin Kai Wedermann, Zauberkünstler. Oh. Und Schlitzohr. Ja. Wie mein Bruder. Ja, genau. Kai, verrat uns vielleicht noch, wo bist du bisher aufgetreten? Ja, also ich war hauptsächlich so auf privaten Feiern, auf Firmen-Events unterwegs. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wird's mal vielleicht Zeit für eine neue Bühne. Das ist die richtige Einstellung. Ja. Wir drücken auf jeden Fall hier unsere vier Daumen. Und jetzt bleiben wir so sitzen und sagen, the stage is yours. Dankeschön. Los geht's mit dem ältesten, das war schon mal ein Knaller. Mit dem ältesten Kunststück der Welt, dem sogenannten Becherspiel. Ja? Der Becher war leer. Ja? Hier oben in dem kleinen Geheimfach, da ist der Ball. Und der verschwindet jetzt, ohne dass es jemand merkt. Dafür brauchen wir so ein klassisches Requisit. Kennt ihr? Was könnte hier drin sein? Ist doch klar. Da drin ist tatsächlich so ein Zauberstab. Und mit Hilfe des Stabs verschwindet der Ball. Bei drei. Eins, zwei. Huch, jetzt ist der Zauberstab weg. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Hat jemand gemerkt, dass der Ball weg ist? Der Ball ist weg. Der Ball ist weg, ja. Das war Ablenkung. Ich mach's nochmal. Am besten in Zeitlupe. Ja? Also, bei drei. Eins, zwei, drei. Und schon ist der Ball komplett verschwunden. Und hier ist nichts mehr drunter. Krass, oder? Und ganz zum Schluss, Dankeschön. Ganz zum Schluss bleibt eine Frage übrig oder offen. Ja. Und zwar, wo kommt die Zitrone her? Das ist die Zitrone, das ist die Limette und das die Orange. Yeah. Dankeschön. So. Jetzt kommt mein Lieblingstrick, und zwar, wie man Geld verdoppelt. Ja. Dafür brauche ich einen 50-Euro-Schein. Hat irgendjemand vielleicht einen 50-Euro-Schein? Da melden sich schon. Ach, guck mal. Hi. Ich habe gehört, Geld wird verdoppelt. Vielleicht kannst du den einmal da auf den Tisch legen. Ja. Dann brauchen wir noch das hier. So ein Stift. Ja. Und vielleicht kannst du den Stift mal nehmen und einfach den Geldschein unterschreiben. Ich kann auch den nehmen. Der war gut, ne? Okay. Ja gut, dann brauche ich ja meinen Stift nicht mehr. Okay, der war krass. Dann ist er weg. Cool, ja. Genau. Vielleicht einfach mal unterschreiben. Schreib einfach dein... Stimmt, wir haben das nicht abgesprochen. Ich frage mich gerade, wo dieser scheiß Stift denn ist. Genau, schreib einfach deinen Namen und deine Kontonummer. Oh Gott. Und wenn er schreibt, damit jetzt keiner hier aus dem Publikum denkt, dass wir uns vorher abgesprochen haben, vielleicht kann die Jury noch mal eine fünfstellige Zahl generieren. Ja, wir fangen einfach hier an mit Chris. Sag mal eine Ziffer. Drei. Drei, genau. Schreib einfach Sieben, mit. Acht. Fünf. Und Michael. Sechs. Und sechs. So, noch mal daran sehen wir jetzt, dieser Schein ist auf jeden Fall ein Unikat. Und jetzt, Dankeschön, jetzt kommt's. Und zwar, wie kann man Geld verdoppeln? Man muss den Schein natürlich erst einmal halbieren, ja? Und dann wird er immer kleiner. Das ist aber noch nicht der Trick, weil wenn ihr jetzt genau hinschaut, dann seht ihr, wie der Schein sich automatisch in einen echten 100-Euro-Schein... Oh, warte mal, was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben wir automatisch... Chris, ich hab was für dich. Eine Spendenquittung über 50 Euro. Wow. Für Chris, guck mal hier, für dich. Die ist für dich. Mein Lieblingstrick. Ganz kurz. Hat jetzt natürlich nicht geklappt mit dem Geld verdoppeln, aber egal, ich versuch's nochmal. Wer leiht mir sein Geld? Da melden sich nicht. Oder wir machen das anders. Chris, vielleicht suchst du dir einfach mal eine Frucht aus. Möchtest du lieber die Zitrone, die Orange oder die Limette? Dann nehme ich die. Die Orange. Die Orange. Wäre das nicht krass, wenn in der Orange dein 20-Euro-Schein drin wäre? Es waren 50, mein Freund. Okay. Ich verarsch du nicht. Hätte ja klappen können, ne? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach. Wir machen einfach mal so einen Schnitt hier in die Orange. Du kriegst die 10 Euro auf jeden Fall nach der Show wieder, ne? Super. Komm, okay. Machen wir 5. Dann schauen wir mal nach. Hier, jetzt könnt ihr ganz, ganz genau hinschauen. Seht ihr das? In der Orange ist tatsächlich ein Geldschein. Nein. Seht ihr das? Der ist
Kann es sein, dass du mir noch 5 Euro schuldest? Warte mal, vielleicht einmal ganz kurz bestätigen. Ist das wirklich dein Geldschein mit deiner Unterschrift und eurer Zahl? Ist wow. das euer Geldschein? Das ist euer Schein und unser Applaus. Das kriegst du als kleines Souvenir. Bitte schön. Darf ich noch eine Frage stellen? Gerne. Können wir die Nummer das nächste Mal mit einem Döner machen? Ja. Wie macht ihr das? Hallo, wie macht ihr das? Wie? Kai, das war wirklich gut.